Sam kann da oben bleiben. Kannst du mal wieder seine Falle hier hinsetzen. Die Falle ist aufgestellt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wir können das ja ewig halten eigentlich. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Also dann sind wir schon mal hier. Bei denen. Ja. Ja. Ich bin schon unterwegs. Pilgrim, ja. Vergiss das mal ganz schnell wieder. Pass auf, setz einfach eine Bombe hin, dann wird das schon gehen, dann geh weg. Ja? Ja. So, Eric lädt wieder. Auf in die Schlacht. Jetzt zerlegt ihn die mal ganz kurz und holt Dario zurück. Sali, zieh dich direkt wieder zurück. Es sei. Ari, kannst du weiter was umgucken? Wird angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen. Dario gammelt einmal noch rum. Pilgrim kann sich schon mal zurückziehen. Ich sagte, Pilgrim kann sich zurückziehen, weil Zahlen Verstärkung brauchen könnte. Angriff! Gut, hier hat alles gepasst. Wir könnten hier ausbauen. Und ich glaube aber nicht, dass die Sägewerke so weit latschen werden. Ich glaube, hier muss noch ein weiterer Bauernhof hin. Dafür müssen die Steine vorher weichen. Nichts lieber als. Wir können trotzdem schon das Sägewerk bauen. Gut. Einfach um unser Holzschmalz zu veredeln. Folgendes. Wir in den Kampf. Ein Held. Die Zahlen können mir aushelfen. Und Pilgrim macht das hier schon. So soll es sein. Jawohl, Herr. Bleib Heilung in meiner und drauf da. Damit ich eure Wunden heilen kann. Wir müssen Dario zurückholen. Die greifen gerade beide Salem an, der kriegt das ich geregelt. Hier. Du holst Dario zurück. Feierabend machen. Ein Sägewerker beginnt mit Schwefel. Bisschen nutzlos, aber in Ordnung. Ich bin schon unterwegs. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Das war. Oh nein, Eric. So soll es sein. Wie ihr wünscht. Wo haben die schon wieder ihre Verstärkung hergezogen? Feinde haben einen Held attackiert. Pilgrim, spreng dich. Das gibt ein feines Feuerwerk. Streitet furchtlos. Folgt mir in den Kampf. Das war absolute Verschwendung von seinen Fähigkeiten. Egal. Ja, natürlich. Geh Dario zurückholen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, freilich. So, wir könnten theoretisch auf dieser Seite bis hierhin vorstoßen und das ganze Gebiet einverleiben. So, jetzt haben wir die beiden wieder. Zieht euch zurück. Wie ihr wünscht. Und halt euch. Ja. Freilich. Ah, jetzt kommen wir fein in Darius Nähe. Wie ihr wollt. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Ein Held ist in großer Gefahr. Hier müssen wir ein paar Kanonentürme mehr hin. Ja. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet, sicher. Ich bin schon unterwegs. Ihr seht, warum es eine meiner Lieblingsmaps ist. Sie ist einfach unglaublich ästhetisch ansprechend. Ja, ist gut. So. Leichte Bogen. Reiter Bogenschützen. Hier. Wir haben selber festgestellt, wie nutzlos sie sind. Das haben wir gleich. Betrachtet die Sache als erledigt. Wenn ihr wollt. Wir können jetzt eigentlich sogar in die Richtung forschen. Gut, wir benötigen einen weiteren Bauernhof. Am besten nach hier hin. Gut. Gruppe 8 können wir jetzt damit spielen. Dann werden wir das Zeug schnell los. Einer eurer Helden wird angegriffen. Vorzugsweise hätten wir doch gerne ein weiteres Wohnhaus. Das ginge theoretisch auch hier hin. Wäre aber Schwachsinn, wir können es woanders hinsetzen. Hier hin zum Beispiel. Da war nämlich noch Platz. Kein Problem. So sei es. Okay, Pilgrim ist wieder am absoluten Ausrasten mit seinem Ablässenschutz. Das könnte ein bisschen lauter werden. Da hilft er ein bisschen aus. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Drauf da. So sei es. Alchemie wurde erforscht. Perfekt. Wir brauchen das Wohnhaus ohnehin, weil wir gleich die Hochschule zur Uni ausbauen möchten.
Und das erfordert Dinge. Da ist eine Kiste. Sicher. Da wir gerade die Ruhe haben, kann Darius sich kurz mal die Kiste abholen. Unser Strumpfhosen, Darius ist gerade. Unser Peter Pan-Abschlag. Die Kathedrale können wir gleich schon mal einplanen, die hier oben hin soll, wo ja absolut Platz ist. Und dann setzen wir die einfach wirklich genau hier in die Mitte. Ah, es war wieder eine Spottkiste. Aber gern. Wer hätte es gedacht? Dario kommt zurück. Ja. Da sind Schwertkämpfer bei. Sprengung ist gerechtfertigt. Feinde haben einen Held attackiert. Salem kann kurz mal heilen. Lasst mich eure Wunden versorgen. Machen wir das jetzt schon? Ja, komm. Wir hätten gerade nur 1000 Taler eigentlich für irgendwie Lehm ausgeben? Nee. Nein, hätten wir nicht. Für Eisen oder Schwefel. Bald sich die nützlichen Dinger. Oh, Kiste. Wenn ihr wollt. Was meint ihr denn, was ihr gerade am machen seid? Gebt acht. Natürlich, Spottkiste. Lass das, Spiel. Der ist hier reinkommen, um auf einen Bauernhof zu schießen. Ein Priester tritt in eure Dienste. Ich bewundere seinen Enthusiasmus, aber warum? Oh, Ari wird angegriffen. Sicher. Ja. Wenn ihr wollt. Sie ist auch ziemlich nah an der feindlichen Stadt. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Aber der hat ich bin schon unterwegs. Betrachten. Wenn ihr wollt, sicher. Ari kann anfangen, diese Region jetzt zu erkunden, sobald wir uns hier im Süden ein bisschen eher gesichert haben. Hört ihr auf, Löcher in unseren Turm zu schießen? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war Schweig. Jeder Held verfügt über besondere Fähigkeiten, um Probleme zu lösen. Fällt ein Held im Kampf, wird er nach einiger Zeit wieder aufhören. Da den Bauernhof hinsetzen, den wir geplant hatten. Sofort. Und dann läuft alles nach Plan. Das Gebäude kann hier der Ausbau stattfinden. Pilger kann schon die Ablässenschütze wegsprengen. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Die Schweine haben schon Kenny ermordet. Kommt ja nicht auf die Hey, Idee, Kenny, willkommen in Gruppe 0. Zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Willkommen in der Hölle. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Verdammt, wir wollten hier ein Lager hinsetzen. Das war der Plan. Fertig. Weil es hier perfekt hingepasst hätte. Ha. Aber ich sehe auch keinen Punkt, der besser wäre für das Sägewerk. Nicht Aufbau wirklich, nein. Fertig. Können wir, haben wir oben Platz für ein Lager? Hier unten. Der Tag der da kann man tatsächlich so ein Lager von dem Marktplatz einrichten. Oder hier. Das ist also theoretisch machbar. Was? Die hören auch nicht auf. Turm, da ist Ärger. Mach den weg. Hier gefällt es mir. Wenn's denn gut, ein Lager tut gerade noch nicht so wirklich Not. Das brauchen wir nicht so dringend. Das heißt, wir finden schon noch die Gelegenheit, das irgendwo zu nutzen. Wir möchten Richtung Kanonentürme geraten. Das heißt, wir brauchen erstmal Zahnräder und wir brauchen die Mythologie, deswegen brauchen wir Eisen und das kaufen wir uns jetzt mal ganz kurz. Das ist das Handelswesen, weil wir zuerst auf die Kathedrale hoch wollen. Und Gruppe 0 kann kurz mit dem Turm reparieren. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Da, Chef. Da steht sie schon. Meinungsverstärkung.
Potz, Mekka und Medina, natürlich. Hier ging er auch. Hier wäre auch gegangen, an dieser Kreuzung. Dinge, die man natürlich nicht vorher bedenkt. Oder vorher bedenkt und dann wieder vergisst. Ist auch wieder schön. Hier geht's. Eigentlich, oder? Ja, wir sind ein bisschen was zerlegt und das mag hier. Ich nicht. Kann ich jetzt Feierabend machen? Dann werden wir es wahrscheinlich wirklich hier oben hinsetzen. Denn hier ist einfach Platz. Hier vielleicht. Oder hier, damit es irgendwie besser verteilt aussieht. Weil so würde es wahrscheinlich nur diese Straße wegblockieren und hier blockiert das gar nichts. Wir setzen unser Lager hier schon mal hin. Eine neue Technologie ist erforscht. Handelswesen, das ist doch falsch. Buchdruck. Konstruktion haben wir bereits. Das nächste ist das Zahnrad, damit wir das hier ausbauen können. Fertig. Wir brauchen noch vier Plätze für eine Kapelle. Also müssen vier Plätze für einen Bauernhof, vier Plätze für ein Wohnhaus beschaffen. Vier Plätze dafür haben wir schon. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Bauernhof hier oben irgendwo. Euer Dorf steht unter Beschuss. Und hier ist eigentlich angebracht. Ja, hier wirkt es angebracht genug. Ja. Das regeln die Türme hier schon. Hier werden wir einfach ausbauen, das heißt, wir brauchen keine weiteren Wohnhäuser. So, wenn fünf davon weg sind, dann bleiben drei übrig. Vier. Wir brauchen aber noch zwei weitere, das heißt, wir werden eins davon auf jeden Fall größer ausbauen müssen. Ich bin fertig hier. Oder noch einen Bauernhof reinlegen. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr habt eine neue Technologie. Dafür brauchen wir Zitadelle. Das ist jetzt interessant. Wir können schon mal das Zahnrad erforschen. Während ihr überlegt, wo wir unsere Schmiede hinsetzen können. 2, 1. Wir bauen einfach gleich irgendwo ein Wohnhaus aus, dann geht das schon. Unsere Schmiede passt dann einfach entsprechend hier wunderbar hin. Ja, ist gut. Und dieses Wohnhaus, da wird ausgebaut. Und hoffen wir einfach, der rennt nicht bis da oben hin. Ihr habt nicht genug Leben. Das hatte ich bedacht, genau. Natürlich. Ja, weil wir das Zahnrad bereits einen Auftrag gegeben hatten. Das können wir kurz mal abbrechen. Vielleicht können wir dann die... Ihr benötigt mehr Lehm. Ja. Wir wollen die Priester zuerst unterbringen, bevor der Schmied halt... antanzt und sich kurz über diese Wohnhausplätze sichert, dass die Priester irgendwo anders hinrennen wollen. Geht Leben kloppen. Nichts lieber als den Prozess. Ausbau fertig. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ihr tut mal eine Falle da rein. Das kann kein einfach nur aus Sicherheitsgründen, falls man zu weit kommt. So, hier kann der Ausbau stattfinden. Sobald der abgeschlossen ist, der Bauer hat sich einfach da verzogen. Ein Held ist in großer Gefahr. Oh no, Ari, ja. Lass das. Freilich. Wenn ihr es für richtig haltet. Da haben wir ein bisschen das Erkunden wieder vergessen. Wir können auch erstmal wieder ein Quicksave anlegen. Weil wir da immer besonders gut drin sind. Wenn ihr wollt. Es ist eins, Zahltag. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Da kommen noch zwei und dann wird es ganz genau nicht reichen, die Händler noch mit unterzubringen. Wie immer. Gut. Jetzt kann Gruppe 0, Gruppe 9 die Schmiede zu Ende bauen. Wird erledigt. Jetzt wird hier noch ein Wohnhaus eingesetzt, oder hier noch, damit wir die Leute dazu zwingen, hier unten zu wohnen. Das sollten wir auch einfach machen. Fertig. Ein Schmied. Falls sie sich oben rein, die setzen sich oben es rein. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus. Dann noch ein Wohnhaus nach hier hin. Ihr benötigt einen Ausbau, der nicht mehr möglich ist. Salem Pilgrim braucht zurück. Feinde greifen eure Häuser an. Feinde greifen unsere Häuser. Zahnrad können wir eigentlich wieder erforschen. Fertig, Meister. Ihr. Leben. Jo. Du. Leben. Sofort. Schatzkammer können wir bauen. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Steine. Es fehlt also wieder an allem. Das ist doch mal wieder schön. So, Ari lebt auch noch. Na gut. Na gut. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Natürlich. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Oh. Freilich. Freilich. Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Diese Planung war fehlerhaft. Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wenn ihr wollt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Hört ihr auf damit. Wenn ihr wollt. Ich bin schon Schwefel. Unterwegs. Ah, da ist die Reiterhorde. Sicher. Freilich. Und das wenn hängt ihr über diese kleine Landkarte zusammen. Wie ihr wollt, wenn ihr es für richtig haltet. So. Lass das. Das gibt ein feines Feuerwerk. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten unsere Zitadelle bauen. Damit wir die Kathedrale bauen können. Damit wir Massenausbeutung, damit wir Spenden sammeln können, genau. Nicht Massenausbeutung beginnen, Spenden sammeln. Wenn ihr es für richtig haltet. Oh, Fehler. Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet. Na gut. Ari muss da durch. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Feinde haben einen Held attackiert. Wenn ihr wollt. Ari, deine Wegfindungen sind nutzlos wie irgendwie. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Freilich. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Ja. Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte und sank zu Boden. Guck mal 30 Sekunden lang nicht hin. Letzte Falle hier. Da werden sie schauen, die Schakale. Freilich. Natürlich. Na gut. Freilich. Freilich. Feinde haben einen Held attackiert. Salem, mach das. Ari, mach das. Natürlich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Salem hat's gemacht. Eure Wunsch ist mir Salem holt beim Pilgrim zurück. Ari sucht uns noch weiter nach irgendwelchen Kisten. Natürlich. Hier gibt's Eisen. Ja. Verschüttet. Ich will mich darum sorgen, Maul. Beim Kalifen. Angriff! Guck mal, kann ich mal einen Turm wieder aufbauen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. So sei es. Euer Dorf wird angegriffen. Nein. Unmöglich. Freilich. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eure Wunsch ist mir befehlt. Heilung. Angriff! Hallo Akbar! Und wir brauchen Steine. Ihr da. Könnt ihr wieder mal einen anderen belästigen mit eurem Wunsch? Steine. Freilich. Apropos Steine.
Und da kommen schon die Diablissenschützer, die wir auch dann mitspielen wollen. Und sie ermorden schon da Kenny. Die Schweine.